Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind hier im Fort der Outlaws und ja, sprechen jetzt hier in der Bar oder was das ist, mal mit den Leuten. Gucken wir mal, was Hank zu sagen hat. Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift, mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Hm. Bist du der Koch hier? Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Dem Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Und woher bekommt ihr das ganze Zeug? Unsere Fledderer streifen durch die Wüste und holen dabei alles Essbare aus den Ruinen. Sei es ein paar alte Büchsen oder streunende Viecher, die einen guten Braten abgeben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Du gibst doch sicher mehr als nur Essen aus. Und von wem hast du diese Information? Wer konnte wieder die Klappe nicht halten? Von niemandem. Mein Verstand hat es mir erzählt. Na sieh an. Ein Schlaukopf. Ein Lichtblick unter den ganzen Klappspaten hier. Also die Jungs bringen mir neben dem Fressen natürlich noch das, was sonst noch im Sand vergraben liegt. Waffen. Munition und allerlei Plunder. Du gehörst zwar nicht zu den Typen, mit denen ich sonst Geschäfte mache, aber du hast jetzt die einmalige Chance, etwas davon zu kaufen. Also, was darf es sein? Oha, gib mir eine Waffe. Ja. Gib mir eine Waffe. Hier. Beachte die paar rostigen Stellen einfach nicht. Okay, eine Speerschleuder. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super. Hast du Arbeit für mich? Das habe ich tatsächlich. Unsere Karawane, die Nachschub aus Abessa liefern sollte, ist schon lange überfällig. Da du kein Outlaw bist, wärst du perfekt dafür geeignet. Ich brauche jemanden, der nach ihr sucht und auch die Schnauze halten kann, wenn es angebracht ist. Okay, wieso hast du etwas zu verbergen? Kommt ganz darauf an, was mit der Karawane passiert ist. Wenn sie von Alps überfallen wurden, darf niemand davon erfahren. Okay, ja. Ich sag mal, solange ich bezahlt werde, ist mir egal, was los ist. Ich wusste doch, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Weißt du, es könnte einen Aufstand geben, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubrouten abgeschnitten wurden und die Alps dafür verantwortlich sind. Nimmst du diesen Auftrag an, muss ich sicher sein, dass du die Klappe halten kannst. Denn wurde die Karawane tatsächlich überfallen, darf es keine Zeugen geben. Unter gar keinen Umständen. Ich werde die Karawane suchen. Sehr gut. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Und keine Angst. Ich bezahle meine Leute immer und großzügig. Hauptsache, du tust, was ich gesagt habe. Also geh jetzt. Und nochmal. Wenn es ein Überfall der Axt war, dann sorg dafür, dass niemand etwas davon erfährt. Ach, eins noch. Findest du Warenkisten? Bring sie mir. Alles klar? Klar. Okay. Schauen wir uns mal hier hinten ein bisschen um. Im Schleichen stellst du dich nicht gerade geschickt an. Du gehst, oder ich zwinge dich. Ja, endlich hast du es begriffen. Okay, die kommen von da hinten sogar angerannt. So, die Cindy verfolgt uns leider auch jetzt mit ihrem Blick. Jetzt nicht mehr. Geht's noch? Dann laufen wir mal so rein. Du hast es nötig. Oh, wir wurden beim Diebstahl gesehen. Okay, das ging ziemlich schnell.
hast es nötig, was? Okay, jetzt kommt keiner gerade. Da fällt mir nichts zu ein. Dann können wir weiter plündern. Okay, jetzt steht sie da, aber sieht uns noch nicht ganz. Okay, mehr gibt es ja aber auch hier nicht. So, wir haben da auf jeden Fall einen Lieferschein gefunden. Den könnten wir uns mal angucken. Okay, vielleicht hatten wir den auch schon. Hier alter Lieferschein. Alles klar, Eingang, neue Lieferung, 1 Million Patronen. Dienst haben Offizier Captain Giles, Prüfung noch nicht abgeschlossen. Eingang, neue Lieferung, 10 neue Panzer von ZAU. Dienst haben Offizier Captain Giles, Prüfung, alles in Ordnung. Okay, das ist wohl von damals noch, aus der Zeit. Geht's noch? So, wir gucken uns auch hier nochmal um. In den Räumen. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt, aber du siehst mir nicht gerade aus wie... Na, wie die anderen eben. Kunde? Kunde? Na, was glaubst du wohl, wie ich mein Leben finanziere? Ich ziehe ganz sicher nicht in die Wüste und wühle im Dreck herum. Das Leben im Fort bevorzuge ich. Und umsonst ist hier nichts. Also verdiene ich mir meine Splitter mit dem, was ich habe. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Okay, die macht es gar nichts aus, deinen Körper zu verkaufen. Die macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. Ja, das ist keine Arbeit, das ist erbärmlich. Ja, so böse sollen wir nicht sein. So gesehen hast du recht. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet, er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Aber warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Alles andere kommt nicht in Frage. Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Okay, dann wirst du sie selber töten müssen.
Dann wirst du sie selber töten müssen. Ich hätte es schon längst getan, wenn ich es könnte. Ich bin eine Hure und keine Söldnerin. Wenn du mir also helfen willst, wirst du sie auch töten müssen. Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich Iron Madison denn töten? Wie soll ich Iron Madison töten? Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Okay, wegen der Gerüchte. Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Ja, erzähl mir etwas Nützliches. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier, ich gebe dir die Koordinaten. Danke. Ich danke dir. Dilettantisch. Nein, gerade nicht. Okay, mehr hat sie auch nichts zu erzählen. Dann sind wir hier erstmal fertig. Kannst du mal oben drauf umschauen? Hier noch so finden. Da finden wir noch ein Bier. Okay. Da drüben waren wir auch noch nicht drin. Jetzt haben wir sogar ein Diebesversteck gefunden, beziehungsweise eine Aufgabe dazu. Müssen wir mal schauen, wo sich das befindet. Und wie viel wir da rausbekommen. 100 Splitter mussten wir bezahlen jetzt dafür, dass wir die Info kriegen. Hör auf zu schleichen, ich merke es ja doch. Jo. Gut, klangen wir mal erstmal das Schloss. Zu einfach. Drei Zigarettenschachteln. Ja, das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht so. Du glaubst wie sagt wohl, man? Ich sehe dich nicht. Ich oh, verachte wir wurden gesehen. Okay, beim Diebstahl einer Toiletten. Vom Klopapier. Ist gerade ein bisschen fummelig. So, mehr gibt es hier auch nicht. Können wir erstmal wieder raus. Ja. Gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Da oben waren wir schon. Hier geht es runter in die Schlucht. Da gibt es wieder ein paar Minen unten. Da haben wir noch eine Pflanze und eine Ratte. Objektsicht. Ich muss los. Gucken wir mal, was wir hier so plündern können. Okay, dann kommen wir wieder zu der Bar. Und hier haben wir nochmal zwei Pflanzen.
Wolfskraut. Gut, dann können wir hier vielleicht nochmal mit der Torwache sprechen. Da haben wir noch so einen Turm. Da gucke ich mich auch mal ganz gerne um. Da haben wir sogar noch eine Ratte. Tja! So. Schade, haben wir nichts. Cutter. Halt! Nicht so schnell! Was willst du hier im Vor? Spike am anderen Tor macht Probleme. Spike am anderen Tor macht Probleme. Versucht er, dir etwa Splitter abzuknöpfen? Ja. Er war ein Handlanger von Baxter und wird vom Duke nur geduldet. Niemand hier will sich mit ihm anlegen. Nicht einmal William unternimmt etwas gegen ihn. Bezahl ihn oder geh ihm aus dem Weg. Deine Entscheidung. Meine Aufgabe ist es, alle Leute aufzuhalten, die nach Ärger aussehen. Aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier. Außerdem habe ich keine Lust auf Stress und würde am liebsten einfach nur in der Sonne braten. Von daher kannst du dich hier frei bewegen, wenn es nach mir geht. Was gibt es hier im Fort zu sehen? Das Fort ist in 4 Bezirke unterteilt. Es gibt das Vergnügungsviertel, das wird von Chloe geleitet. Das Schrottviertel wird von Mad Bob überwacht. Geht ihm besser aus dem Weg, der spinnt irgendwie. Das Kämpferviertel gehört zu Blake oder war es Big Jim? Bin mir nicht mehr sicher. Und zuletzt das Händlerviertel, das geleitet wird von, habe ich auch vergessen. Die Bosse hier wechseln teilweise schneller als ich meine Unterhose. Die einzige Konstante ist der Duke. Der steht über allem. Was machst du hier, wenn du sowieso jeden durchlässt? Tja, das frage ich mich auch. Der Konverter steht auf der anderen Seite des Lagers. Hier kommt sowieso nie jemand durch. Meine Arbeit könnte auch ein Roboter erledigen. Also, wenn du zufällig auf deinem Weg einem Roboter begegnest, der gerne Tore bewacht, schick ihn zu mir. Was hat deine Aufgabe hier mit dem Konverter zu tun? Wenn die Alps angreifen, dann mit Sicherheit von dort, wo sie ihren Konverter stehen haben. Immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen Weg, wenn sie unsere Männer verschleppen, um ihnen im Konverter das Elex auszusaugen. Deswegen ist das Tor drüben so gut gesichert. Durch das Tor hier kommt nie jemand. Fast schon sinnlos, es zu bewachen. Wie gesagt, eigentlich die Aufgabe eines Roboters. Bezahl mich und ich besorge dir einen Roboter. Ist das dein Ernst? Nein. Ich kann mich doch nicht von einem Roboter ersetzen lassen. Oder? Wieso denn nicht? Lass mich überlegen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Die Kleriker machen sowas doch dauernd. Wieso wir nicht? Den ganzen Tag herumliegen und einen Roboter seine Arbeit machen lassen? Klingt eigentlich sehr gut. Irgendeine Idee, wie wir das anstellen wollen? Ich meine natürlich nur, wenn du mir helfen willst. Boah, ich wüsste da was Handwerk 10. Nein, hast du eine Idee? Ich denke, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die Hilfe von Elmer. Aber vorher brauchen wir das KI-Modul einer Drohne, das Elmer für uns umprogrammieren kann. Wenn du mir dabei helfen willst, bekommst du natürlich auch was von mir. Wie wär's mit 10% meines Lohns? Ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach. Ich werde ein KI-Modul für dich finden. Ich habe nicht weit von hier eine Drohne gesehen. Sie sah aus, als hätte sie jemand dort zurückgelassen. Hat vermutlich keine Befehle mehr oder ist kaputt. Auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Ich gebe dir die Koordinaten. Geh zu ihr und bring ihr KI-Modul her. Dann sehen wir weiter. Ist die Drohne so weit weg, dass du mir die Koordinaten geben musst? Also, eigentlich nicht. Ich kann dir den Weg auch beschreiben, wenn du willst. Siehst du den Leuchtturm da hinten? Wenn du von hier aus geradeaus auf ihn zugehst,
stößt du schnell auf eine Felswand. Wenn du davor stehst und dich nach rechts drehst, müsstest du in einen Canyon schauen. In diesem Canyon habe ich die Drohne gesehen. Okay. Also, hier vorne bis zur Felswand laufen. Und da vorne, der Canyon müsste es sein. Ja, können wir nochmal nachschauen, oder? Würde ich sogar sagen, machen wir jetzt direkt mal. Was haben wir denn hier? Da bist du Ryan. Verpiss dich! Dieser Ausdruck macht keinen Sinn. Dieser Ausdruck macht keinen Sinn. Wie bitte, was? Pisse fließt. Verpiss dich bedeutet so viel wie sich verflüssigen. Das macht keinen Sinn. Pisse tut was? Wenn sie fließt, dann meine ich... Ich meine, dass du davonfließen... Also Pisse, die... Meine Fresse, was weiß denn ich? Wieso unterhalten wir uns jetzt über Pisse? Du bist ein komischer Vogel, Junge. Sag schon, was willst du von mir? Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Du nervst mich, um das zu fragen. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Doch. Mann, Junge. Du bist wirklich ein komischer Vogel. Also ich stehe hier draußen, weil ich frei habe. Eigentlich bin ich Blakes Knüppel. Was? Na, es ist ein Bodyguard, Junge. Allerdings braucht er mich nicht, solange er sich im Lager aufhält. Nur wenn er wieder auf Ripperjagd geht, nimmt er mich mit, um seinen Rücken zu decken. Und wenn er auf Geschäftsreisen geht, natürlich auch. Frage beantwortet. Hast du noch was zum Handeln? Hast du was zum Handeln? Na, wenn du so fragst, ich hab wohl ein paar Sachen dabei, die ich dir überlassen könnte. Ja, nichts Besonderes. Ich habe es mir überlegt, ich hau dir doch aufs Maul. Exzellent. Ja, komm. Machen wir doch mal. Ich habe es mir überlegt. Ich hau dir doch aufs Maul. So gefällt mir das. Meine Waffe hat schon lange kein Menschenblut mehr gesehen. Dann mach dich bereit zu sterben. Dich hole ich hier. Schade, der hätte eigentlich selbst sitzen müssen. Da wäre auch schon down gewesen. Das war der Bodyguard. Ist er tot? Der ist tatsächlich tot. Oh. Upsala. Das wollten wir gar nicht. Ich dachte, wir können nur einmal mit ihm kämpfen und dann war es das. Aber gut. Scheint eine Quest gewesen zu sein. Die haben wir jetzt erledigt. So kann man es natürlich auch machen. So, und dort hinten zur Felswand wollen wir... und die Drohne finden. Gehen dem Wüstenteufel mal aus dem Weg. Und guck mal, was für Gegner hier auf die Drohne aufpassen. Vielleicht kommen wir da ja ganz einfach ran, dann haben wir schon mal wieder einen Auftrag erledigt. Ach, da ist sie ja schon. Ich greife an! Das KI-Modul dieser Drohne ist kaputt. Ich sollte es trotzdem mitnehmen. Okay, ist leider kaputt, aber ja, wir haben's. Das ist die Hauptsache. Dann können wir damit zurück zum Vor und ja, ihm direkt mal abgeben. So, ich weiß gar nicht mehr genau, wofür man Knochen gebrauchen kann. Ich glaube auch für irgendwelche Herstellungssachen. Also ich würde ganz gerne hier in der Schlucht noch mal einmal reinschauen.
Dort werden wir bestimmt auch noch sehr viel Schrott finden. Ist gerade abgelenkt. Scrappy heißt der Gute. Ein Stim-Paket hat er. Oh, das hat er gesehen. Das hat er gemerkt. Naja, dann kommen wir so hier an die Sachen ran. Ist auch nicht verkehrt. So, da haben wir noch eine Öllampe. Gut, die können wir jetzt nicht mehr mitnehmen, weil er uns so toll anschaut. Hm. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Na klar, hier. Hier. Danke, mein Freund, das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wovon ernährst du dich hier? Na rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Wer ist Ryder? Hab ich doch schon gesagt. Er ist ein Jäger, der hier draußen jagt. Ich handle mit ihm. Meistens weggeworfene Stims gegen Fleisch. Manchmal auch anderen Müll, den ich hier finde und den er zu Kohle machen könnte. Falls du ihn suchst, du findest ihn südlich von hier. Er hat dort irgendwo sein Jagdrevier. Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter. Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Okay, ich gehe zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Hier, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Okay. So, bevor wir das machen, gucken wir uns hier gerade noch mal ein bisschen um. Da finden wir auch noch allerhand Schrott. Da hinten ist noch ein Schakal unterwegs. Okay, hydraulisches Gelenk. Das sollten wir wohl irgendwie sogar sammeln. Okay, hier gibt es auch wieder Minen. Ich helfe dir! So, einmal rauf, oder? So, der ist weg. Da hinten ist noch ein zweiter. Schauen wir mal, dass wir den auch noch mal besiegen. Da drüben! Ja, Ausdauer erstmal regenerieren. Ja, das hat ihm leider gar nicht abgezogen. Tja!
sehr schön. Also Mine ist auch explodiert. Dann können wir uns hier auch ein bisschen freier bewegen. Und hier haben wir nochmal eine Ratte. Und allerhand Outlaw-Leichen. Können natürlich auch alle mal plündern hier. So, da ist wieder eine Mine. Okay, ich glaube, da kommt dann nicht mehr allzu viel. Ach, hier oben liegen auch noch ein paar Leichen. Das lohnt sich auf jeden Fall, die zu plündern. Gut, Leute, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle und schauen uns dann gleich nochmal weiter um hier in der Schlucht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin, liebe Leute.